Live and Drive, Tag 2 aus New York. Heute sind wir aber nicht in New York City, sondern in New Haven bei den Connecticut Open. Die Turnieranlage liegt ungefähr so 60 Meilen von New York entfernt. Hinter mir am Einsatz diese berühmten Scheuersaugmaschinen, um den Platz zu trocknen, ist heute ein Mix aus Sonne, Regen und Wolken hier in New Haven. Kann schon mal fleißig geübt werden für die US Open, wo diese Scheuersaugmaschinen auch zum Einsatz kommen. Das WTA-Turnier in New Haven findet seit 1998 statt. Erste Siegerin keine geringere als Steffi Graf. Und generell hat hier die Creme de la Creme in New Haven aufgeschlagen und auch gewonnen. Viermal hat zum Beispiel Caroline Wozniacki das Turnier gewonnen. Viermal Venus Williams. Weitere Siegerinnen Petra Kvitova, Simona Halep, Justine Henin und eventuell dieses Jahr auch vielleicht Julia Görges, die gestern bis 1 Uhr nachts hier gespielt hat und ihr Achtelfinale hart umkämpft gewonnen hat und nun im Viertelfinale steht und sich ja, Chancen ausmalen kann auf den Turniersieg und auf viel, viel Selbstbewusstsein für die US Open. Hier werden mit den gleichen Bedingungen gespielt, gleiche Bälle kommen zum Einsatz, es ist der gleiche Belag. Ein großer Grund, warum dieses Turnier bei vielen, vielen Spielerinnen sehr, sehr beliebt ist. Simona Halep musste leider für das Turnier absagen. Nach ihrem Finaleinzug in Cincinnati musste sie wegen einer Knöchelverletzung kurzfristig passen. Ebenso Kiki Bertens, die in Cincinnati gewonnen hat im Finale gegen Halep, die für das Turnier hier gemeldet war, fürs Einzel dann rausgezogen hat, aber hier im Doppel im Einsatz ist mit Johanna Larsson. Bis 2010 wurde hier auch ein Herrenturnier gespielt. 1994 siegte hier unter anderem Boris Becker, ein Jahr später Andre Agassi. Also die Creme de la Creme des Tennissports hat hier in New Haven aufgeschlagen. Aus WTA-Sicht, es gibt nur drei Turniere, die besser besucht sind, also als einzelnes WTA-Turnier. Das sind Stuttgart, Charleston und der Rogers Cup in Kanada. Auf Platz 4 ist dann gleich New Haven. Ein Grund dafür kann auch im Drumherum liegen. Hier wird viel geboten für die Zuschauer, um sich abseits der Spiele Zeit zu vertreiben. Hier kann man unter anderem Pickleball spielen. Das ist hier eine trendige Sportart in den USA. Es gibt jede Menge Foodtrucks. Nicht ganz günstig, aber sehr, sehr lecker. Und man kommt den Spielerinnen sehr, sehr nah. Also man hat viele Chancen, beim Training zuzugucken, viele Chancen für Selfies und alles drumherum. Es wird viel, viel getan hier für die Spielerinnen und für die Fans. Für die Spielerinnen gibt es zum Beispiel kostenlose Maniküre, kostenlose Pediküre. Sie können in die Stadt fahren und bei vielen Restaurants kostenlos essen. Zudem haben sie ja, einen persönlichen Fahrer für die Stadt. Und was noch dazu kommt, wenn das Turnier vorbei ist für die Spielerinnen, sie werden mit einem Porsche kostenlos nach New York gebracht. Und darin fahren wir jetzt auch wieder zurück nach New York City und schauen uns weitere Tennis-Highlights in New York an. Bis dann.